So, unser heutiger Schlaumeier kommt aus Däniken im Kanton Solothurn. Däniken hat 2.851 Einwohner und liegt an der Aare. Das ist einer der längsten Flüsse in der Schweiz. Also, das ist sogar der längste Fluss, der rein durch die Schweiz durchgeht. Sie ist Mami von zwei Kindern und Lehrerin von Beruf. Aber was sie auch noch super gerne macht und vor allem super gut kann, das ist Papierspiele basteln. Herzlich willkommen, unser Oberschlaumeier von heute, Andrea. Hoi Andrea, warte, jetzt muss ich noch deinen Ton einschalten und jetzt bist du da. Hoi. Guten Morgen, Roman. Hörst du mich? Ich höre dich, super. Super. Guten Morgen, liebe Schlaumeierkind. Nach der Lektion vom Freitag, die ja sehr actionreich war, geht es heute bei mir ein bisschen ruhiger zu und her. Ich möchte gerne mit euch heute falten. Viele Kinder haben ja schon Erfahrungen dürfen sammeln mit den Niki, einen super coolen Flüger dürfen falten oder mit der Sandra, ganz herzige Tierli. Wir wollen heute zusammen ein, sage es gerade, Schnippschnapp falten und einen Fangbecher. Bevor wir aber anfangen können, müssen wir mal noch ein bisschen unsere Hände und unsere Finger trainieren. Du darfst jetzt gerade deine Zeitung nehmen und so ein Zeitungsblatt mal abreißen. Wenn du das gemacht hast, versuchst du das Zeitungsblatt mit einer Hand zu nehmen und richtig zu verknüllen. Die andere Hand darf dir nicht helfen. Ganz fest. Für Kindergartenkinder ist das nämlich recht schwierig, weil alle Finger müssen fest mitschaffen. Wenn du das geschafft hast, schaust du mal in der Wohnung um und suchst dir ein Ziel. Ich sehe da vorne Pflanzen und versuche gerade mal mit dem Zeitungsknäuel die Pflanzen zu brechen und schieße es weg. Jetzt darfst du nochmal ein Blatt nehmen, weil du hast ja noch eine andere Hand. Nimmst die andere Zeitung, die andere Hand und versuche genau das Gleiche. Richtig zerknüllen. Manchmal spürt man die Muskeln bis hinten zum Ellbogen. So. Wenn du das geschafft hast, suchst du dir wieder ein Ziel in der Wohnung. Ich nehme zum Beispiel jetzt einen Stuhl und schiesse den Papierknäuel auch noch weg. Das ist eigentlich eine gute Übung, so durch den Tag so Knäuel zu machen. Und du kannst ja auch einen Papierkorb zum Beispiel aufstellen und versuchen, dort rein zu brechen. Da kann die ganze Familie eigentlich mitmachen und deine Hände werden gerade trainiert und man kann gerade schauen, wie gut du kannst zielen. Jetzt gehen wir aber weiter, wir wollen ja miteinander falten. Du darfst jetzt das erste Blatt, das du parat gemacht hast, das quadratische, vornehmen. Und ich starte eigentlich dann schon mal die erste Umfrage, weil ich habe hier drei Blätter, die ich vorne herlege. Ich habe ein grünes, ein gelbes und ein blaues Blatt. Und du darfst in der Umfrage vom Roman abstimmen, mit welchem Blatt ich denn heute falten soll. Also, mit welchem Blatt soll Andrea heute falten? Mit dem blauen, mit dem grünen oder mit dem Gelben? Wählst aus, welche Farbe du möchtest und drückst unten dran noch auf den Knopf Umfrage beenden oder eingeben statt. Genau. Also ich sehe, die meisten haben schon abgestimmt, also dann beende ich die Umfrage beenden in 5, 4, 3, 2, 1 und das Resultat, oh, ist noch knapp, Andrea. Schauen wir es uns an. Okay, blau, super. Fast die Hälfte sagt blau. Dann lege ich die anderen weg. Tipptopp. Dann nehme ich das blaue Blatt und jedes Kind kann sein eigenes Blatt nehmen. Ihr könnt das Blatt so vor euch herlegen, dass diese Ecke hier gerade zu eurem Bauch zeigt. Ganz genau. Du nimmst jetzt die Ecke vom Bauch und tust ihn gegenüberfalten zum anderen Ecke. Und hinten ganz gut andrücken. Gut. Dann kannst du das Blatt wieder auffalten und drehen. So, dass der Strich und die Ecke wieder zu deinem Bauch zeigt.
Und wir machen nochmal genau das Gleiche. Die Ecke auf diese Ecke falten. Und wieder ganz gut streichen. So. Und dann kannst du auffalten. Und es sieht so aus. Du kannst jetzt die Ecke wieder von deinem Bauch nehmen und die erste Ecke in die Mitte falten. Und wieder gut streichen. Genau. Drehen, dass der nächste Ecke zu deinem Bauch schaut. Und wieder in die Mitte falten. Und streichen. Genau. Du kannst wieder drehen. Die nächste Ecke, die zu deinem Bauch schaut, falten in die Mitte. Und gut streichen. Ja, für Kindergartenkinder, die müssen auch ein bisschen mehr Druck geben und die grösseren Kinder können das schon ein bisschen besser. Und wir kommen zum letzten Ecke, wo wir auch noch in die Mitte falten. So. Genau. Jetzt sieht es so aus. Roman, willst du mal nachfragen, ob alle so weit sind, ob sie die Hand aufheben könnten? Gut, bitte alle mal die Hand auf, wo sie so weit sind, wo das Papier etwa gleich aussieht wie jetzt auf dem Foto von Andrea. Dann wir alle die Hände aufheben. Ihr wisst, wie es läuft. Ich sehe, es ist schon weit mehr als die Hälfte. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Okay. Wenn es euch schnell geht, liebe Kinder, dann eben ab heute Nachmittag. Und wir probieren, dass wir ab dem 11 Uhr dass die Lektion dann auch nochmal 24 Stunden kannst schauen auf YouTube oder Facebook. Kannst du das Mami fragen, wie das geht. Und dann kannst du dort nochmal anschauen. Und Andrea hat auch ganz wichtig noch eine Anleitung gemacht. Das ist eigentlich fast noch besser. Du kannst die Anleitung kommst auch auf Facebook über oder auf der Telegram-Gruppe. Gut, machen wir weiter. Du kannst das Blatt so jetzt herlegen, dass wieder eine Ecke zu dir schaut und wir drehen es jetzt aber um. Du hast wieder eine Ecke, die zu deinem Bauch schaut. Diese Ecke nimmst du und faltest die Ecke wieder in die Mitte. Wir drehen wieder, nimmst wieder die Ecke vom Bauch, wir falten sie wieder in die Mitte. Und auch da braucht es schon etwas mehr Kraft zum Andrücken. Wir drehen es nochmal. Wir nehmen diese Ecke und falten diese in die Mitte. Wieder fest andrücken. Und wir nehmen die letzte Ecke und falten diese in die Mitte. Genau. Und hier überall noch ein bisschen fest drücken. Genau. Jetzt nimmst du die Seite, die hier unten auch wieder in der Nähe von deinem Bauch ist, und legst diese Seite auf die obere Seite. Und drückst hier auch ein bisschen fest. Und jetzt kommt eigentlich so ein bisschen der schwierigste Schritt. Die kleinen Kinder brauchen vielleicht jetzt ein bisschen die Hilfe von den Eltern oder von einem älteren Geschwister. Es hat jetzt nämlich hier so zwei Laschen gegeben. In die Laschen rein gehen wir nämlich jetzt mit einem Zeigefinger und mit dem Daumen. Vielleicht kann man es hier zuerst ein bisschen hoch. Genau so. Und auf der anderen Seite müssen wir das auch vorbereiten. Wir drehen es um, auch hier die Lasten ein bisschen gegen oben. Dass wir nachher schlussendlich mit dem Zeigefinger und dem Daumen in die Lasten rein können, mit beiden Händen. Und das manchmal braucht das ein bisschen Zeit und dann geht das. Und dann sieht es so aus. Ich zeige es nochmal, weil es ein bisschen schwierig ist. Es hat hier zwei Lasten gegeben, die stehen ein bisschen auf. Ich gehe mit Zeigefinger und Daumen rein. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Es hat auch die zwei Laschen. Ich gehe mit Zeigefinger und Daumen rein und habe so mein Schnipp-Schnapp. Genau. Jetzt wollen wir den Schnipp-Schnapp auch spielen und für das müssen wir noch etwas mehr machen. Wir machen es jetzt nochmal einmal wieder auf, so dass wir die Dreiecke wieder gesehen. Jetzt darfst du deine acht Farben nehmen.
Wir wollen nämlich jetzt unseren Schnippschnapp so anmalen wie hier drauf. Auf jedes Dreieck machst du mit einer anderen Farbe einen Punkt. Das kannst du jetzt machen. Ich mache das auch gerade mit. Das darf auch etwas schnell gehen, aber das könnt ihr auch nach der Stunde könnt ihr da dran noch etwas weitermachen. So. Gut. Und dann gehen wir in den letzten. So. Gut. Am Schluss sieht es bei dir gleich aus wie hier bei mir. Auf jedem Dreieck habe ich eine andere Farbe. Und jetzt wollen wir aber hinter jedes Dreieck noch eine Tätigkeit schreiben, etwas, das du machen kannst. Wir falten jetzt alle Dreiecke auf und wir müssen jetzt in jedes Dreieck rein etwas schreiben. Wir kommen jetzt aber zuerst noch zu der nächsten Umfrage. Was wollen wir zuerst reinschreiben? Ich habe euch 3 Auswahlen gegeben. Soll ich zuerst reinschreiben, ein Lied singen oder 5-mal klatschen? Oder 7 Hampelmänner. Also, und die Umfrage läuft. Welche Tätigkeit sollte Andrea als erstes hinschreiben ins Schnippschnappspiel? Einmal ein Lied singen, 5-mal klatschen oder 7 Hampelmänner machen. Und ich beende die Umfrage in 5, 4, 3, 2, 1. Und wir lassen den Computer schnell rechnen und schauen das Resultat an. Andrea, bist du auch so gespannt wie ich? Ja, mal schauen, was ist echt on the top? 7-mal. Genau, 7 Hampelmänner machen. Das ist eine sehr gute Wahl, Kind zuhause. Sehr gut. Genau. Das schreibe ich mal hier rein. 7-mal Hampelmann. Genau. Ich habe hier euch eine Auswahl gegeben. Wir haben die haben wir schon gemacht. Und ihr habt jetzt auch noch kurz mit mehr Zeit die anderen Sachen reinzuschreiben. Wer aber in dieser Zeit nicht ganz fertig wird, kann eben auch noch das nachschauen und nachtragen. Man kann zum Beispiel auch reinschreiben, ein Lied singen oder 5-mal klatschen. Oder hier unten habe ich zur Auswahl 1-mal eine Umarmung. Bei den Kindergartenkindern müssen jetzt halt die Eltern ein bisschen helfen. Oder man kann es dann auch später vielleicht mit ihnen zeichnen. Zum Beispiel 1-mal Hände waschen, versucht man halt einfach eine Hand zu zeichnen. Man muss da vielleicht dann halt das noch ein bisschen vereinfachen. Einmal Wasser trinken. Genau. Und einmal Tisch abräumen. Und dann kann man so, man kann bis auf 5 zählen, bis auf 10, bis auf 100. So kann man es je nach Alter vom Kind anpassen. Ihr habt noch Zeit, ich lasse das noch hier kurz stehen. Aber ich mache in der Zwischenzeit weiter und zeige euch mal mit dem Roman Spiele vor. Ich falte es wieder zusammen. So. Ich gehe wieder in die Lasche. Das wird jetzt wieder am Anfang etwas schwierig sein. So. Und habe mein Schnippschnapp. Ich frage jetzt den Roman. Roman, wie viel Mal soll ich schnippen? Sag eine Zahl zwischen 1 und 10. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Weil du die Farben nicht so gut siehst und ich sie dir vorsage. Ein Grau, ein Grün, ein Orange und ein Rosa. Ein
Orange gern. Orange. 5-mal klatschen, Roman. Ah, schau. Das schaffe ich. Zum Glück sind es top. Okay, super. Also ich muss dann das machen, was dort drin steht, oder? Das ganz ist genau. Genau. Ganz genau. Super. Und eben ich für hoffe, die, was ein bisschen schnell gegangen ist, ihr findet alles dann auch in der Anleitung, wo das Mami oder der Papi in der Telegram-Gruppe oder in der Facebook-Gruppe von uns findet. Findest genau. Auch die Vorschläge, die jetzt Andrea da aufgeschrieben hat. Ganz genau. Gut, wir legen Schnippschnapp weg, weil wir wollen ja noch den Fangbecher zusammen machen. Und für den Fangbecher kannst du dein nächste Blatt so vor dir herlegen, dass wieder der Spitz zu deinem Bauch zeigt. Auch hier fangen wir so an, dass du den Spitz auf den oberen Spitz legst. Gut hinten andrücken. Es ist gleich, welche Ecken du nimmst. Man kann den nehmen oder den. Ich fange mit dem Ecken an und lege ihn etwa in die Mitte der gegenüberliegenden Seite. Das muss aber nicht ganz perfekt sein. Und du hier ganz gut andrücken. Ich nehme die andere Ecke und lege ihn drüber. Du auch hier gut andrücken. So. Wenn ich so weit bin, nehme ich die obere Ecke, da hat es eine Ecke, die andere bleibt unten, nehme die obere und lege sie ab. So. Jetzt drehe ich meinen Fangbecher und lege die obere Ecke wieder ab. So. Und jetzt habe ich eigentlich meinen Fangbecher schon fertig. Roman, willst du mal nachfragen? Ist das schnell gegangen oder sind sie da mitgekommen? Also Kinder können mal die Hände aufheben, die nachgekommen sind, schon mal die Hände auf und die noch nicht so weit sind, lassen mal noch die Hände unten. Also wenn du die Hände rauf tust, dann heisst das, das Händchen auf deinem Bildschirm ist blau. Grün. Genau. Schau, sie zeigt es gerade nochmal. Nochmal. Oben, oben. Drehen. Oben, oben. So. Also es ist noch nicht ganz die Hälfte, die so weit ist, aber wir sind ein bisschen knapp dran in der Zeit. Genau. Auch die Anleitung für den Fangbecher tun wir noch später auf Facebook drauf und ist bereits jetzt in der Telegram-Gruppe drin. Gut, super. Dann zeige ich mal weiter. Den Fangbecher haben wir. Jetzt kannst du die Schnur oder den Faden nehmen, vor dich herlegen. Und jetzt zeige ich noch kurz, wer am Schluss zum Beispiel einen Knopf gefunden hat. Eignet sich besser, wenn du jetzt einen Faden nimmst, wegen dem Einfädeln. Und bei den Perlen spielt es nicht so eine Rolle, ob du Faden oder Schnur nimmst. Wie auch bei den Büroklammern, das nicht so eine grosse Rolle spielt. Du kannst die Schnur so vorherlegen und ich habe etwa 3-mal einen Farbstift abgemessen. Einmal, 2-mal, 3-mal und ein bisschen mehr. Umso länger du die Schnur machst, umso schwieriger wird das Spiel. Aber da kannst du auch nachher noch variieren. Oder die Mami schneidet jetzt einfach gerade neu mit ein bisschen ab. Dann musst du eine spitzige Schere nehmen oder ich habe eine Nadel oder eine Nähnadel. Und wir öffnen den Fangbecher öffnen und wir machen unten ein Loch, dass es unten so rauskommt. Auch bei der Schnur muss das Loch etwas grösser sein als beim Faden. Gut. Kannst du deine Perlen zum Beispiel nehmen und das eine Ende durch die Perlen durchziehen.
Wenn das bei der Schnur ausfrandelt, gibt es noch einen Trick, dass ihr hier mit Feuerzeug, das sollte auch die Eltern machen, noch etwas abbrennt. Und dann könnt ihr die Perlen befestigen. Am besten mit zwei Knöpfen. Dass es so aussieht. Das andere Ende steckst du von außen in den Fangbecher rein. Und innen kannst du die Schnur einfach mit einem normalen Klebe befestigen. Ihr könnt aber auch einen Knopf machen. Innen habe ich es so befestigt, dann geht die Schnur raus und kommt zu den Holzperlen. Und jetzt ist unser Fangbecher schon fertig. Roman, was denkst du, reicht es noch für die Umfrage? Ich glaube es nicht, nein. Okay, das spielt auch nicht so eine grosse Rolle. Das ist kein Problem. Ihr dürft jetzt daheim üben. Das Ziel ist, dass die Perlen oder bei euch den Knopf oder auch die Büroklammern versuchen, mit dem Fangbecher zu fangen. Vielleicht schafft ihr das schon beim ersten Mal, beim zweiten Mal oder ihr müsst vielleicht auch noch ein bisschen üben. Ich wünsche euch ganz viel Spass beim Falten und beim Spielen. Und bevor ich aber dem Roman zurückgebe, möchte ich noch schnell etwas sagen. Im Namen, glaube ich, von allen Eltern hier in der Schweiz und allen Schlaumeierkindern möchte ich von Herzen euch Danke sagen für die grossartige Arbeit mit dem riesigen Aufwand, den ihr täglich leistet. Vielen herzlichen Dank, ist eine Top-Sache. Merci vielmals, Roman und Schlaumeier-Team. Tschüss zusammen! Danke dir vielmals, danke für die lieben Worte, Andrea. Und danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, um uns die beiden Faltspiele beibringen. Heute haben wir gelernt, wenn man ein Schnippschnapp faltet und wenn man den Fangbecher faltet,